Und nach unserem Jingle ein herzliches Willkommen. Zunächst wünsche ich euch im Namen unseres gesamten Teams ein frohes neues Jahr. Wir haben auch zwischen den Jahren gearbeitet und präsentieren euch heute eine ganz besondere Folge mit vielen Gästen und wenig Zeit. Daher legen wir auch gleich los. Wir freuen uns auf eine spannende Runde. Schön, dass ihr auch im Jahr 2022 wieder eingeschaltet habt. Genau. Hallo auch von meiner Seite. Wegen den besagten Zeitgründen verzichten wir dieses Mal leider auf das News-Segment, damit wir mehr Zeit für unsere 8 Gäste haben. Die verschiedenen Gäste sind aus den verschiedenen Bereichen der Chemie dieser Universität. Da haben wir Gäste aus der OC, der PC und auch der Analytik. Wie bei den letzten Malen könnt ihr natürlich gerne Fragen im YouTube-Chat oder auch über Instagram stellen. Wie beim Speed-Dating auch geht es heute um das Kennenlernen. Aber bevor wir mit unseren Gästen beginnen, stelle ich euch erstmal meinen Kollegen vor. Das ist Lars Georg. Er stellt sich mit mir gemeinsam den Herausforderungen des dritten Semesters im Chemiestudium und er ist auch der Einzige, mit dem eine Evakuierung aus einem Labor richtig Spaß machen kann. Und wenn wir nicht gerade gemeinsam aus einem Labor flüchten, ist Lars auch sportlich unterwegs beim Bouldern und bei seinem neuen Corona-Hobby, dem Dartspielen. Genau, ich habe die Ehre, mit dem wunderbaren Johannes zusammen den Chemtalk zu moderieren. Chemtalk-Fans der ersten Stunde sollten ihn noch vom ersten Chemtalk mit Professor Siegfried Schindler und Professor Smarsley kennen. Johannes ist der inoffizielle Fotograf der Universität. Das kann sicherlich auch die AG von Professor Smarsley und zum Beispiel Lisander hinter den Kulissen bestätigen. Für einige Studenten, die mit den Schwierigkeiten des Chemiestudiums strugglen, ihre Probleme haben, ist Johannes so etwas wie ein Superheld. Doch auch er hat sein Kryptonit. Sein exzessiver Gebrauch von Wikipedia. Genau, so viel dazu. Wir fangen direkt an mit unserem ersten Gast. Als unseren ersten Gast haben wir uns einen Filmfan eingeladen. Zu ihren Lieblingsfilmen gehört unter anderem der Klassiker Gun with the Wind aus dem Jahr 1939. Als Liebhaberin der italienischen Küche darf natürlich ein entsprechendes Aperitif nicht fehlen. Sie zieht tatsächlich Campari gegenüber Aperol vor. Aperol oder Campari, das ist in ihrer Heimat Padua quasi so etwas wie die Gretchenfarbe. Ihr Forschungsgebiet sind Kompositmaterialien für Optoelektronik. In diesem Sinne, buona serata, Dr. Teresa Gatti. Grazie mille. Hi. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Möglichkeit. Sehr gerne. Genau, die erste Frage, die wir an Sie haben, ist, was fasziniert Sie eigentlich an der Chemie? Was ist Ihre Motivation, die Überstunden in Kauf zu nehmen, die man als AG-Leiter durchaus machen muss? Also ich bin fasziniert bei so der Fakt, dass wir könnten gucken an makroskopische Eigenschaften und dann verbinden diese Eigenschaften mit einer molekularen oder atomischen Umwandlung. Ne? So, ich denke, das ist die beste für einen Chemiker. Also. Ja. Aber so Prozesse, so wir sind Chemiker, nicht Physiker, ne? So, wir gucken an Transformationen. Ja, sehr interessant, dankeschön. Sie haben natürlich auch etwas vorbereitet und das könnten Sie vielleicht einmal präsentieren mit der nächsten Frage. Was machen Sie eigentlich in Ihrer AG? Was sind Ihre Themenbereiche? Ja, so das kann ich durch meine Folien vielleicht zeigen. Ja, ja? Ja. So, ja, okay, das sind meine Folien. Also erstmal natürlich danken für diese Einladung und ein bisschen Werbung für meine AG zu machen. Also unsere AG heißt Functional Composite Materials for Optoelectronics, weil unser Ziel ist, also verschiedene funktionelle Materialien, als die sind hier zusammengefasst, kombinieren, um die Eigenschaften, so optische und elektrische Eigenschaften von optoelektronischen Geräten als zum Beispiel Solarzellen oder Light-Emitting-Diodes, LEDs, auch Sensor zum Beispiel, also verbessern. Wie lange arbeiten Sie da schon dran? Besonders diese natürlich nachhaltig und kostengünstige. So, was war die Frage? Wie lange arbeiten Sie da schon dran? Wie lange ist das schon Ihr Thema? Seit meiner Doktorarbeit, so okay. Würde ich sagen, mehr oder weniger etwas als 10 Jahre. Ja. 10 Jahre? Zehn okay. Jahre. Sehr gut. Ja.
Also wir sehen hier diese Materialien zum Beispiel, die also sind alles Halbleiter. Ja. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel die organischen Halbleiter, die sind pikonjugierte Systeme, also Molekülen oder auch Polymere. Dann haben wir die Nanokohlenstoff als Carbon-Nanotubes, aber dann Graphen, Fulleren und so weiter. Aber auch anorganische Halbleitern, zum Beispiel die Metallhalogenidperoskite oder die neue Familien von 2D-Materialien als die sogenannten Übergangmetalle, die Chalkogenid und so weiter. Also das sind unsere Interesse für Materialklasse, aber in den nächsten Folien, wir könnten zum Beispiel sehen, dass also unsere AG ist, hat mehr Subgruppe, ja. Das ist die erste Subgruppe, Team, das habe ich gesagt, ist Team Metallhalogenidperoskiten. Wir sehen hier, es gibt einen Postdoc, Meng Zhao von China. Und dann 2 Doktoranden, Fabian von Deutschland und Roberto von Italien. Also wir sind auch eine internationale Gruppe, würde ich sagen. Ja, also unser Interesse hier ist um die Entwicklung zu bleifreien Metallhalogenidperoskiten, so, weil sie sind natürlich nachhaltig und so weiter. Ja. Und wir für Anwendung in optoelektronische Geräte, aber auch zum Beispiel für photoelektrochemische Prozesse wie Wasserstofferzeugung, also Fotoreduktion, auch CO2, so CO2-Reduktion oder Stickstoffreduktion. Also sehr vielfältig auch. Ja, man kann diese Materialien also in unterschiedliche Richtungen benutzen. Und wir produzieren diese Materialien also als Bulkmaterialien in dünnen Schichten, also wir sehen da rechts, aber auch in sogenannten Nanoform. Ja. Das bedeutet also zum Beispiel als 2D-Hybrid-Material, Hybrid-Perovskiten oder als Nanokristalle, so 0D-Nanokristalle. Mhm. Dann wir könnten sehen in der nächsten Folie, eine andere Team, das Team 2D-Materialien, in dem wir haben nochmal Postdoc Meng Zhao beschäftigt und dann 2 Doktoranden, Felix und Matteo. Und so hier Ziel ist die Erstellung von so diese Inks von 2D-Materialien in Flüssigkeit, das man kann machen durch Mechanical Exfoliation. Mhm. Man dann produziert diese Inks und dann kann mit diesen Inks durch Solution Processing Festkörperarchitekturen bauen, no, dass wir wollen benutzen in zum Beispiel Ladungsspeicherung oder auch in Elektrokatalyse nochmal für Wasserstofferzeugung. Und wir sind beschäftigt in einem großen europäischen Projekt, Future and Emerging Technologies Projekt, ist hier, also man kann hier sehen die Logo, LightCap, in der die Ziel ist die Entwicklung von neuen Konzepten von optoelektronischen Geräten, die könnten Energie von der Sonne sammeln und dann direkt speichern, als in ein Photokondensatoren oder Photobatterien. Insgesamt viel um Nachhaltigkeit dann bei Ihnen. Ja, klar, ja. Natürlich. Und dann natürlich die 2D-Materialien sind. Sie spielen eine große Rolle in diesem Projekt. Oh, Lars, guck mal, das ist Molybdän 4-Sulfid und Graphen. Genau. Das haben wir sogar mal hergestellt im AC-Praktikum. Ja. Wow. Das haben wir schon mal hergestellt. Das hatte ich keine Ahnung darüber. Wow, super. Hatte nicht jeder, aber einige. War ein Versuch. Also, ja, wir haben viel im Labor, so wenn Sie wollen. Wir suchen noch, ja, genau. Nee, wir haben optimiert ein bisschen die Prozess für MOS2 und auch für Tungsten, Disulfid. Ja. Und Oxide, auch Oxide kann man machen, also Molybdenumoxid oder Tungstenoxid. Sie haben noch eine weitere Subgroup ja. Mit Paul Dibbles, der auch im Chemtalk-Team ist. Ja.
Ja, also das ist die, ich sage, Nanokohlenstoff-Team, weil die Leute hier arbeiten an die, also kombinieren Nanokohlenstoffen, die haben sehr gute elektrische Eigenschaften mit optische aktiven Materialien, als zum Beispiel organische Farbstoffe, aber auch die Perovskit-Nanokristalle. Und nochmals in optoelektronische Geräte eine Verbesserung haben für die, so die Eigenschaften, aber auch für die Umweltstabilität. Ja. Also das wäre alles von meiner Seite, so für Wissenschaft. Natürlich, die Studenten sind so welcome, willkommen in unsere AG. Ich möchte die nächste Folie vielleicht... Sie suchen auch in allen drei Bereichen, suchen Sie noch nach weiteren Arbeitskräften, nach Leuten, die einen Bachelor, einen Master, einen Doktor... Ja, 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 klar, klar. Genau, also für Forschung, also kontaktieren Sie mich oder die andere Team so Mitglieder, ja. Für Informationen über Forschungsprojekte. Also wir arbeiten natürlich, aber wir haben auch ein bisschen Spaß manchmal. Der Spaß gehört dazu, ja. Genau. Gut, alles klar. Dann ja. Vielen Dank. Dann vielen Dank an euch. Das war schon unserem ersten Gast, genau. Ja, dann ciao. Tschüss. Ciao. Gut. Unser nächster Gast war lange Zeit Reiterin und wollte zu Schulzeiten Tierärztin werden. Zu unserem Glück ist sie nicht in die Veterinärmedizin gegangen und wir können sie euch heute vorstellen. Ein unbekanntes Talent von ihr ist das Tanzen, sowohl Ballett, Garde, Gesellschaftstanz und Jazz. Wir begrüßen die Expertin für In-Situ-Analytik, Dr. Sabine Schulz. Ja. Vielen Dank auch für die Einladung. Und gerne. Schön, dass ich hier sein kann. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das nicht alles gleichzeitig getanzt, sondern nacheinander. Ja. Nur erzählen Sie doch mal, was genau hat Sie denn bewogen, in die Chemie zu gehen und nicht in die Veterinärmedizin? Ja, also ich hatte natürlich Chemie-LK und eigentlich das Faszinierende an der Chemie finde ich, dass man halt Moleküle synthetisieren kann, neue Moleküle synthetisieren kann und sie auch entsprechend der eigenen Wünsche verändern kann und Eigenschaften verändern kann. Das fand ich das Tollste daran. Und am Anfang wollte ich auch in die OC gehen und da, was weiß ich, neue Medikamente herstellen. Das kreative Ausleben oder wie in der Chemie, in die Richtung. Genau. Ja. Sehr schön. Sehr spannend. Aber Sie sind jetzt in die Analytik gegangen. Was erforschen Sie denn jetzt mit Ihrer Arbeitsgruppe? Genau, also was wir machen ist, wir entwickeln neue Methoden und neue Instrumentierung für die Vor-Ort-Analytik mittels der Massenspektrometrie. Wenn Sie jetzt an die Massenspektrometrie denken, dann denken Sie wahrscheinlich an diese großen Geräte, die irgendwo im Labor stehen. Aber es gibt schon seit mehreren, noch länger als 20 Jahren auch Bemühungen, kleine Massenspektrometer zu machen. Und die werden heutzutage vor allem im Militär eingesetzt oder im Weltraum. Die kleinen Massenspektrometer. Und meistens kann man damit halt nur leichtflüchtige, unpolare Stoffe ionisieren oder analysieren. Und was wir halt in meiner AG machen, ist, wir wollen halt die polaren, nichtflüchtigen Stoffe untersuchen, möglichst direkt von der Oberfläche, sodass man halt wenig Probenpräparation hat. Und wir haben da halt, also miniaturisierte Massenspektrometer gibt es schon, da haben wir auch eins bei uns im Labor, aber wir haben jetzt dazu praktisch die entsprechenden Ionenquellen entwickelt, dass die auch transportabel sind. Mhm. Und da haben wir halt diese zwei Ionenquellen, die Desi-Ionenquelle und diesen Liquid Extraction Pen transportabel gemacht. Das heißt, normalerweise braucht man für diese Methoden Stickstoff, und zwar hochreinen Stickstoff, also ein großer Kanister, oder es kommt halt aus der Leitung. Und man braucht Strom natürlich und man braucht irgendeine Spritzenpumpe, um das Lösungsmittel zur Ionisation zu transportieren. Und wir haben das halt alles so umgesetzt, dass halt mit Batterie das funktioniert, mit ganz normaler Luft, also die man halt überall hat. Ist es schon im Einsatz tatsächlich?
Also jetzt im Weltraum meinetwegen oder Weltraum nicht wahrscheinlich, aber... Also es gibt halt einen Prototyp, es gibt auch ein Patent dazu, aber es wird noch nicht irgendwie verkauft oder so. Das dauert ja sehr lange natürlich. Ja. Braucht das dann eine richtige Probenvorbereitung oder geht das dann auch schnell weiter, so wenn man zum Beispiel Lebensmittel oder Bedarfsgüter dann analysieren möchte? Also kommt darauf an, ob man qualitativ das Ganze machen möchte oder quantitativ. Wenn Sie mal die nächste Folie machen. Also wir haben die zwei Sachen in einer Plattform kombiniert, diese zwei Ionisierungsmethoden. Und das ist mal ein Beispiel, dass man auch wirklich schnell hin und her schalten kann. Also wir haben halt praktisch eine Minute, eine Probe, das war ein Wasserball am Anfang, gemessen direkt von der Oberfläche ohne Probenvorbereitung. Und haben dann geswitcht zu der anderen Methode, haben da eine Chili gemessen, haben da Capsaicin nachgewiesen. Dann wieder gezwitscht zu, was ist das, so eine Tablette, glaube ich. Da haben wir einen Wirkstoff nachgewiesen, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo in ein Drogenlabor kommt, wir wissen, was ist das eigentlich da, was da liegt, dann könnte man das halt schnell untersuchen. Und das Letzte ist dann halt wieder eine Kunststoffpuppe für Kinder, die auch viel in den Mund nehmen. Also es geht halt, man kann halt qualitativ das sehr schnell machen und auch relativ sicher sein, weil man halt das Molekularionen hat und NSNs machen kann. Mhm. Und ja, quantifizieren ist halt ein bisschen komplizierter, aber es geht, sag ich mal so. Alles klar. Und dann geht es auch so ein bisschen um Medikamentenfälschung und Inhaltsstoffe rausbekommen in gewisser Weise. Ja, genau. Also jetzt die ganzen letzten Jahre habe ich mich im Prinzip, also war das Anwendungsgebiet im Bereich des Verbraucherschutzes mehr oder weniger. Also wir haben uns halt Lebensmittel und Bedarfsgüter angeguckt, also Sachen des täglichen Gebrauchs mehr oder weniger. Und hier sind halt mal so vier Beispiele. Was man sich alles anschauen kann, also zum Beispiel Medikamente im Bereich der Medikamentenfälschung, also wenn irgendwo Pillen auftauchen, sind das echte oder sind das gefälschte. Dann halt diese Weichmacher in Kunststoff, das ist ein ganz häufiges Problem, warum Bedarfsgüter zum Beispiel nicht in die EU eingeführt werden dürfen oder wieder zurückgezogen werden müssen. Dann halt Pestizide auf verschiedenen Obst- und Gemüsesorten. Werden auch viele mit dem Flugzeug eingeflogen, müssen eigentlich sofort verkauft werden, sonst werden sie ja schlecht. Aber wenn du jetzt halt erst die Pestizidanalytik im Labor machst, ist das Zeug schon gegessen sozusagen. Und das Letzte ist, wir haben da halt so Sonnencreme, organische UV-Blocker in Sonnencreme gemessen. Das ist eigentlich jetzt nur ein Beispiel, man kann auch auf der Haut messen, zum Beispiel irgendwelche Drogenreste oder könnte man damit halt auch direkt nachweisen. Wir hatten jetzt halt leider keinen Sprengstoff und keine Drogen, um das im Labor zu simulieren. Und das Letzte ist halt Lebensmittelauthentifizierung, also auch wieder Richtung Lebensmittelfälschung. Allerdings in dem Fall nutzt man sozusagen, man misst direkt von, das ist hier ein Beispiel für Kaffee, wir haben es auch schon mit Fisch und anderen Sachen gemacht, man misst den Kaffee direkt, bekommt dann halt irgendein Profil an Peaks, also irgendwelche Komponenten, können dann gleichzeitig gemessen werden, die im Kaffee natürlich drin sind. Und mit diesem Muster kann man sozusagen die Kaffeesorten unterscheiden. Es sind zwei verschiedene Kaffeesorten hier, einmal Arabica, das ist halt das hochpreisigere Produkt, und dann Robusta, das ist das niedrigpreisigere Produkt. Und was halt manche machen, die schreiben halt Arabica drauf und es ist aber Robusta drin und nehmen halt das teurere oder mischen es. Ich nehme mal, Sie trinken auch gern Kaffee? Ja. Nicht übermäßig, aber lieber als Tee. Was ist Ihnen denn in der Forschung persönlich wichtig? Also was muss ein zukünftiger Bachelorand oder jemand, der in Ihre AG möchte, so mitbringen? Was ist Ihnen da wichtig? Also im Prinzip eigentlich nur, dass die Person sich für das Thema interessiert, und wenn man sich dafür interessiert, dann hat man eigentlich auch genug Motivation, um da auch mal vielleicht einen Tag mehr zu bleiben, weil nicht alles funktioniert oder so. Okay. Was haben Sie denn noch für spannende Themen, die dann in der Zukunft relevant werden könnten? So? Genau, also auf der nächsten Folie habe ich, also wir haben jetzt vor, halt das Thema so ein bisschen Richtung den medizinischen abzuändern, und da gibt es hier an der Uni in Löwe Schwerpunkt, Druid heißt das, und der beschäftigt sich halt mit vernachlässigten Tropenkrankheiten, und da ist ein Teilbereich diese Schistosomiasis, das ist noch nicht so ganz vertraut mit dem Namen, aber im Prinzip ist das eine Krankheit, wo der Parasit über Süßwasser in den Körper eindringt, dann in der Leber halt erwachsen wird und sich letztendlich entweder in der Blase oder im Darm ansiedelt, um halt wieder Eier abzugeben.
die dann mit dem Urin oder dem Kot ausgeschieden werden. Wenn das ins Wasser passiert, dann entwickelt sich das Ei weiter, geht in die Schnecke rein als Zwischenwirt, wird dann entsprechend umgesetzt. Und was wir halt machen wollen, ist sozusagen, wir wollen diese verschiedenen Stufen des Parasiten versuchen nachzuweisen vor Ort. Derzeit wird das halt hauptsächlich mit PCR gemacht oder mikroskopisch. Und da würden wir halt jetzt versuchen, das halt auch mit unseren Methoden also zu machen. Preisgünstig, weil wir reden hier gerade über eine tropische Infektionskrankheit, dass man das auch bei vielen Leuten günstig anbieten kann. Ja, wenn man das jetzt so eingerichtet hätte in Afrika und dann, sag ich mal, von Ort zu Ort fahren würde, dann wäre es halt vielleicht dann insgesamt schon preisgünstig. Ja, alles klar. Sehr spannendes Thema. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke auch. Dass Sie dabei waren. Genau, weiter im Programm geht es mit einem Fan der Harry Potter Filme. Die Filme hat er ursprünglich durch seine Kinder kennengelernt. Als zweifacher Familienvater ist er sich für nichts zu schade. So hat er über 5 Jahre hinweg die Fußballmannschaft seiner Kinder trainiert, obwohl er mit Fußball selber gar nichts anfangen kann. Zu Corona-Zeiten legte er sich ein neues Hobby zu, das Schlagzeugspielen. Dazu haben wir auch was vorbereitet, genau. Da muss man sicherlich einige Stunden für üben, um so gut schon Schlagzeug zu spielen. Ja, in der kurzen Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ist mein Corona-Hobby. Ich habe mir nach dem ersten Lockdown habe ich gedacht, warum immer nur zu Hause so rumsitzen. Und habe mir einen Traum erfüllt, den ich schon mal hatte, um mich auszuprobieren, Schlagzeug zu spielen. Vielleicht wussten Sie es, dass wahrscheinlich eher nicht. Das Schlagzeug ist tatsächlich das Instrument des Jahres 2022. Von daher passt das sehr gut. Gut, zum Glück habe ich es im Jahr 2020 angefangen. Ja. So, bisschen entgegen dem Trend oder vor dem Trend. Vor dem Trend. Ja. Genau. Ja, alles klar. Schön, dass Sie hier sind natürlich. Genau. Dann die erste Frage auch an Sie. Was fasziniert Sie an der Chemie? Was hat Sie gehalten in der Chemie? Ja, was fasziniert mich? Die Vielseitigkeit im Grunde genommen. Also ich finde das unheimlich toll, dass man mit dem, was man in der Chemie lernt, einfach in ganz vielen Bereichen des Lebens etwas anfangen kann. Und da habe ich schon viel von profitiert. Letztendlich auch die Forschung. Das ist etwas, was dann am Ende auch meine Forschung auszeichnet, dass ich immer wieder entdecke, dass ich mit Dingen, die ich im Chemiestudium mal gelernt habe oder auch danach, man lernt ja nie aus, letztendlich in ganz vielen Themenbereichen etwas anfangen kann. Sei es in der Materialwissenschaft oder selbst in der medizinischen Forschung, überall spielt Medizin eine Rolle und witzigerweise ist sogar die physikalische Chemie relevant, auch wenn die das nicht so nennen. Also für alle PC-Fans, ihr könnt da super was mit anfangen. Ist schon eine sehr grundlegende Ausbildung, das Chemiestudium, das stimmt, ja. Das erfahren wir gerade. Ja, ist sehr umfangreich, genau. Ja. Genau. Erzählen Sie auch mal ein bisschen was über Ihre AG, über die Themenbereiche, die Sie behandeln. Da haben Sie auch ein paar Folien vorbereitet. Ja, ich habe ein paar Folien mitgebracht. Und also von Haus aus habe ich eigentlich mal angefangen mit der Festkörper-Elektrochemie und bin dann aber nach meiner Promotion, als ich hier im Prinzip meine Dauerstelle angetreten habe an der Uni, habe ich ein Labor für Sekundär-Ionen-Massenspektrometrie aufbauen dürfen. SIMS abgekürzt, also es ist heute sehr viel Massenspektrum. Ja, das ist wirklich krass. Frau Hens kommt auch noch an die Reihe damit. Aber es ist auch eine tolle Technik und habe halt im Prinzip gelernt, was man auch mit diesem Gerät Vielfältiges machen kann. Und da sind dann so Schlagwörter Diffusion auch. Und Diffusion spielt überall eine Rolle. Das kann in Materialien sein, das kann in biologischen Materialien sein. Und so vielfältig ist letztendlich auch mein Forschungsgebiet. Also das geht wirklich von der Plasma-Elektrochemie über Materialforschung bis hin in die medizinische Forschung. Und letztes Jahr, vor 2 Jahren, haben wir angefangen, ein bisschen Richtung Umweltwissenschaften zu gehen, weil selbst dort ist eine ganz zentrale Frage. Also alle Welt redet von Mikroplastik, Verunreinigung, Kontamination. Aber es ist eine zentrale Frage, können Schadstoffe auch in Mikroplastik
eindiffundieren. Ja. Bisher ist nur bekannt, dass sie adsorbiert werden, aber niemand hat bisher sich mal angeschaut, werden sie auch wirklich absorbiert. Und auch da ist man mit der Physikalchemie ganz vorne mit dabei und da braucht man die Massenspektrometrie, um diese Fragestellung beantworten zu können. Ich glaube, das ist auch auf der nächsten Folie. Ja, ich habe mal so drei Beispiele mitgebracht, exemplarisch. Also oben im Bild ist nochmal die Methode der Sekundär-Ionen-Massenspektrometrie dargestellt. Also man schießt im Prinzip einen Ionenstrahl auf eine Probe und schaut an, das ist ein bisschen wie beim Billardspielen, schießt mit der weißen Kugel in den Haufen, die anderen fliegen weg und dann kann ich halt die Ionen sozusagen in Analysator ziehen und ortsaufgelöst nachweisen. Und das Beispiel, das ich jetzt hier mitgebracht habe, da geht es halt gerade um die Fragestellung, kann Kupfer in Polyethylen oder Polypropylen, ich weiß, kann es man hier nicht erkennen, eindiffundieren. Und man sieht sehr schön, wie man es auch in der PC-Vorlesung lernt oder in Übung rechnet. Ein sehr schönes Eindiffusionsprofil, was ich am Anfang nicht geglaubt hätte. Werden wir noch lernen. Werden Sie noch lernen. Also kommt alles noch, fünftes Semester, PC3, also wie es da reinwandert. Das ist eine ganz zentrale Fragestellung. Man kann hier wirklich Kinetik auch betreiben. Kinetik ja. Kennen wir schon. Kinetik kennen wir, ist gut. Die Grundlagen. Ja. Ich habe auch ein weiteres Beispiel mitgebracht, wenn Sie einmal weiterklicken. Eigentlich ganz anderer Themenbereich, da sieht man oben links in der Ecke nochmal ein Foto von dem neuesten Gerät, was wir im ersten Lockdown hier quasi an der JLU installiert haben. In Deutschland einmalig bisher, ist eine Kombination aus normalen TOFSIM-Flugzeitsekundär-Ionen-Massenspektrometer und das hat halt die Besonderheit, hier ist noch ein Orbi. TREP-Analysator mit gekoppelt. Und was wir hier probiert haben, ist auch schon erfolgreich gelungen, letztes Jahr im Rahmen einer Bachelorarbeit, wobei das muss jetzt noch fortgeführt werden, damit es halt zu einer ersten Publikation wird dazu. Wir haben hier probiert, mit einem Kooperationspartner Tumormarkern nachzuweisen. Das heißt, was man hier sieht, ist Krebsgewebe. Brustkrebs induziert in der Maus, und ein Gewebeschnitt. Und wir suchen jetzt halt nach chemischen Molekülen, die halt ganz charakteristisch für das Tumorwachstum sind. Also hier ist die Frage, kann man letztendlich mit so einer Technik Krebsdiagnostik betreiben und können wir was über die Tumorentstehung lernen? Wenn man das weiß, kann man dann natürlich auch später mal geeignet einen Wirkstoff finden, der den Krebs behandelt, bekämpft letztendlich. Das ist natürlich der heilige Gral der Chemie. Ja, der heilige Gral. Ja. Genau. Das haben Sie geschafft. Da haben Sie die ersten Ansätze. Das also es ist uns gelungen, jetzt schon ein paar Moleküle zu identifizieren in diesem Krebsgewebe, die halt wirklich nur an diesen Krebszellen auftreten und die ganz charakteristisch sind offensichtlich für den Krebs. Gut, es ist natürlich wie immer, also es ist eigentlich sogar noch schlimmer als in der Chemie. Also als Chemiker lernt man immer, man muss ein Experiment nochmal machen können, dann ist alles gut. Ne? Wenn ich eine Chemikalie zum zweiten Mal synthetisiert habe, dann ist es gezeigt, dass es reproduzieren kann. Hier haben wir jetzt natürlich die Krux, da braucht man sehr viel Statistik. Also es reicht in der medizinischen Forschung nicht, das an zwei Proben zu zeigen, sondern man braucht mehrere Mäuse, die dann Gewebeproben geben müssen, die ich analysiere, wo ich immer das Gleiche nachweise. Und dann reagiert jeder Organismus leicht anders. Das heißt, hier braucht man viel Statistik letztendlich, um da eine signifikante Aussage zu bekommen. Dauert in der Medizin immer sehr lange, bis da was eingesetzt wird letztendlich natürlich. Ja. Was kann man dann hier konkret sehen? Also wie analysieren Sie das? Was Sie jetzt sehen im unteren Bereich, also im oberen Bereich ist oben, das ist die Fluoreszenzmikroskopiebild. Also das ist ein gefärbter Gewebeschnitt. Das ist ja ganz klassisch, so wie es die Mediziner machen. Und die verschiedenen Gewebebereiche sind halt verschiedenfarbig angefärbt. Und was man in Rot angefärbt sieht, ist halt die Tumorzelle oder ein Stück Tumorgewebe. Und es ist unten links das Bild eingefärbt und wir sehen jetzt unten mittig im Prinzip das massenspektrometrische Bild. Und was das schon mal toll ist, ist, dass uns gelungen ist, da zwei Moleküle zu identifizieren, die halt den Tumor einerseits als auch dieses Stromagewebe, was den Tumor umgibt, andererseits ganz klar darzustellen. Und zudem gibt es, wie gesagt, diese Markermoleküle. Ich glaube, die müssten, wenn Sie einmal weiterklicken, also sieht man jetzt so Massenspektrometrie-Peaks, also ich weiß gar nicht, welcher jetzt hier dargestellt ist, schon wieder eine Woche her, dass ich die Folien gemacht habe. Sie können es zu Hause lesen, das ist Adenin, das ist, glaube ich, Signal. Ganz charakteristisch halt für einen Bereich und damit im Prinzip ein Metabolit. Ja, dann habe ich noch ein drittes Beispiel von Themen, noch 30 Sekunden, ja, ich beeile mich. Was ganz anderes, es geht um Plasmaelektrochemie und zwar nutzen wir hier eine Gasentladung
um Coatings zu machen, Material abzuscheiden, leitfähige Schutzschicht im Prinzip auf Batterieelektroden. Ganz anderer Bereich, kommt aus meiner Doktorarbeit, ist der übrig geblieben und ist aber super genial geeignet, um Schutzschichten auf neuartigen Batteriematerialien aufzubringen, um dann halt zum Beispiel Lithium mit dieser Hilfe dieser Schutzschicht auch in Luft prozessieren zu können oder, sagen wir mal, das ganze Luft unempfindlicher zu machen. Das heißt, Sie haben auch wie Dr. Gatti verschiedene Taskforce, die an verschiedenen Themenbereichen dann arbeiten. Genau. Sehr vielfältig alles. Vielfältig. Entsprechend der Motivation in der Chemie, genau. Genau. Perfekt. Ja, es passt, genau, zu meiner dem, was mich an der Chemie fasziniert, ist halt sehr vielfältig. Und wenn einer Lust hat, also ich sage mal, das Wichtigste ist, wie die Sabine Günther vorweg schon sagte, man muss halt Lust zu etwas haben und dann kann man auch allen Bereichen letztendlich eine Bachelorarbeit schreiben, Masterarbeit, ein Studiummodul machen, ne, wenn ich die Neugier mitbringe. Motivation, das ist das A und O für jede Arbeit. Motivation haben wir auf jeden Fall. Ja. Und dann steht die Bachelorarbeit auch noch bald an, ne, Lars? Noch ein Momentchen, aber ja, es kommt dann noch bald an, ja. Gut. Genau. Vielen Dank an dieser Stelle. Sehr spannender Einblick, wieder sehr vielfältig. Danke, dass Sie da waren. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. So. Unseren nächsten Gast solltet ihr nicht zum Billard herausfordern. Und das nächste ist klausurrelevant, also schreibt es unbedingt mit. Unser nächster Gast ist auch ein sehr versierter Bierkenner, daher ladet ihn am besten zu einem Bosch, Kloster Andex oder einem Tannenzäpfle ein. Er ist auch unser einziger Gast aus der organischen Chemie, also begrüßt mit einem tosenden virtuellen Applaus den Mann mit einem besonderen Händchen für ganz schwere Kristallisationen, Dr. Sgelrich. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, sagen Sie mal, Sie sind unser einziger Gast aus der organischen Chemie. Was fasziniert Sie denn an der Organik so? Insbesondere die Möglichkeit, neue Moleküle zu synthetisieren, die das Universum so noch nie gesehen hat. Dadurch ist die synthetische organische Chemie eine exakte Wissenschaft, aber einfach auch eine sehr kreative Wissenschaft. Und besonders spannend wird es eben dann, wenn diese Moleküle auch noch bestimmte Funktionen erfüllen können. Ja. Alles klar. Und Sie verwenden da die Technik QM Calculations. Was genau kann man darunter verstehen und wie setzen Sie das ein? Also konkret zu unserer Forschungsarbeit, es geht eben darum, dass wir neue metallfreie Systeme entwickeln, die, wie ich gerade gesagt habe, dann bestimmte Funktionen erfüllen können, vor allen Dingen chemische Bindungen aktivieren und dadurch eben auch als Katalysatoren eingesetzt werden können. Und wir entwickeln diese Systeme in einem Zusammenspiel von Computerchemie. Und Computerchemie meint eben in unserem Fall dann computergestützte quantenmechanische Berechnungen, mit denen wir die Systeme, aber auch die Prozesse, die sie dann katalysieren sollen, simulieren können. Und basierend auf diesen Simulationen gehen wir dann ins Labor und synthetisieren diese Moleküle dann auch tatsächlich. Dann studieren wir natürlich ihre Eigenschaften mit experimentellen Methoden. Und dann setzen wir die Computerchemie aber auch wieder ein, um die Ergebnisse dieser Experimente zu rationalisieren und zu verstehen. Das kommt einem ja schon bekannt vor, Organokatalyse über den Nobelpreis von Dr. Professor Benjamin List. Genau. Genau. Spannend. Das war ein sehr spannendes Jahr für uns und wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass Dave McMillan und Ben List dieses Jahr den Nobelpreis für Organokatalyse bekommen haben und das vielleicht auch noch mal ein bisschen gezeigt hat, wie wichtig dieses Feld Katalyse ist. Genau. Was konkret erforschen Sie denn in Ihrer AG? Wir entwickeln eben metallfreie Systeme, die sogenannten frustrierten Lewis-Paare, die in der Lage sind, starke chemische Bindungen, wie zum Beispiel die von Wasserstoff, zu spalten und im besten Falle eben auch reversibel zu spalten. Das sieht man hier in der obersten Zeile, das ist ein Pyridonat-Boran, das eben unter milden Bedingungen Wasserstoff reversibel aktivieren kann. Bei diesem System, also man muss dazu sagen, wir sind nicht die Ersten, die frustrierte Lewis-Paare entwickelt haben. Das geht zurück auf Arbeiten vom kanadischen Chemiker Doug Stevens, der das 2007 publiziert hatte. Aber unser System ist besonders,
weil es im Zuge der Bindungsaktivierung zum Wechsel der chemischen Bindung im Molekül kommt und dadurch kann dieses System, wie auch in der oberen Zeile gezeigt, dissoziieren, nämlich in ein freies Boran und ein Pyridon in dem Fall. Und das ermöglicht dann den Zugang zu katalytischen Verfahren. Hier ist ein Beispiel gezeigt, ein ganz typisches, das ist die Hydrierung von Alkin. Das ist ein Prozess, der industriell relevant ist. Und der Schlüsselschritt ist eben die Hydroborierung des Alkins durch das freie Boran, das eben aus der Dissoziation hervorgegangen ist. Und dann können wir eben mit diesem metallfreien System zum Beispiel Alkine hydrieren. Und das ist eine Reaktion, die normalerweise durch Edelmetallkatalysatoren, Palladium zum Beispiel, katalysiert wird. Und Palladium und andere Edelmetalle sind ja teuer und umweltschädlich. Also sie sorgen auch für eine gewisse Art von Nachhaltigkeit durch ihre metallfreien Systeme, die sie da erforschen, richtig? Man muss natürlich dazu sagen, dass Übergangsmetallkatalysatoren ganz spannende, interessante Eigenschaften haben und auch wichtig sind und auch nicht wegzudenken sind aus der Chemie. Es ist aber andererseits richtig, was Sie gerade angesprochen haben, wenn man ein Kilogramm eines Platingruppenmetalls zum Beispiel fördert, dann werden Schätzungen zufolge dabei 30.000 Kilogramm CO2 emittiert. Und das ist natürlich schon eine starke Motivation, danach Hauptgruppenverbindungen zu suchen, die eben die gleichen Prozesse katalysieren können. Sehr spannend. Also wir haben schon Benjamin List angesprochen, da haben Sie, glaube ich, auf der nächsten Folie noch was ganz Spannendes für unser Publikum zum Darstellen. Können Sie darauf ein bisschen eingehen? Ja, ich habe jetzt ein Beispiel für eine Hydrierung vorgestellt. Das ist eben ein synthetisches Verfahren der organischen Chemie. Aber wir interessieren uns auch für Dehydrierung. Und Dehydrierungen sind deshalb wichtig, weil man dann eben Wasserstoff freisetzen kann. Und dieser Wasserstoff kann dann vielleicht eben als Energieträger genutzt werden, in Brennstoffzellen zum Beispiel. Und im Jahr 2020 haben wir dieses System vorgestellt, das Ammoniaboran katalytisch dehydrieren kann. Und weil es eben ein organisches Molekül ist, ist das ein organokatalytischer Prozess. Und wir haben uns dann sehr gefreut, dass der im gleichen Jahr dann noch von eben dem angesprochenen Nobelpreisträger Ben List in SynFacts gehighlightet wurde. Und wir jetzt sagen können, unsere Forschung wurde mal von einem Nobelpreisträger gehighlightet. Genau. Sehr spannend. Was für Themen könnten denn beispielsweise zukünftige Bacheloranden oder bei Ihnen so erforschen? Was können wir unserem Publikum da vorstellen? Also wir interessieren uns für neue katalytische Prozesse in der Synthesechemie. Da geht es zum Beispiel auch um CC-Knüpfung, um Allylierungsreaktionen. Und wir interessieren uns auch dafür, wie man vielleicht, wir haben jetzt Reaktionen gesehen, die thermisch induziert werden, also durch Temperaturzufuhr. Und wir interessieren uns jetzt dafür, geht es vielleicht auch durch Lichtzufuhr. Ein anderes Gebiet, was uns eben weiter interessiert, ist die molekulare Wasserstoffspeicherung und die Entwicklung von Organokatalysatoren für die molekulare Wasserstoffspeicherung. Und in diesen Gebieten gibt es eben immer Möglichkeiten für eine Bachelor- oder eine Masterarbeit. Und es gibt eben auch immer die Möglichkeit bei uns, wie auf der ersten Folie angesprochen, computerchemische Methoden mit experimentellen Methoden im Labor zu verbinden. Der komplette Weg dann auch vom Computer bis zur Synthese und zur... Genau, und man kann da natürlich dann den Schwerpunkt auch ein bisschen so setzen, wie man das selber gerne möchte, aber im Idealfall sollte man quasi das neue molekulare System von der Entwicklung am Computer bis zur Synthese im Labor begleiten. Das ist spannend. Also wünschen Sie sich auf jeden Fall von zukünftigen Mitarbeitern in Ihrer AG, dass sie wirklich dieses Durchhaltevermögen haben, von Schritt 1 bis zum letzten Schritt das alles einmal durchzuziehen? Oder was können Sie dem noch zufügen? Nein, das muss natürlich nicht sein. Also es muss nicht der komplette Weg beschritten werden. Wahrscheinlich geht es in vielen Fällen im Rahmen von der Arbeit auch gar nicht. Aber was ich mir von den Leuten wünsche, ist natürlich, dass sie einfach Neugier mitbringen, dass sie Interesse an der Entwicklung dieser neuen molekularen Systeme mitbringen. Und wenn man zusätzlich noch ein bisschen Spaß am experimentellen Arbeiten im organischen Labor hat, dann ist das sicher ein großer Vorteil. Sehr, sehr spannender Einblick, auch als einziger Gast aus der OC heute. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen.
machen wir weiter mit unserem fünften Gast. Wir haben uns als fünften Gast einen Sportler eingeladen. Er besitzt einen Segelschein, den er leider aus zeitlichen Gründen nur sehr selten oder quasi gar nicht mehr nutzen kann. Für den Sportdrang muss jetzt deshalb häufig das Fahrrad hier halten. Er ist auch heute zum Beispiel mit dem Fahrrad angereist. Früher hat er im Chor gesungen, vielleicht sollte er mit Dr. Runke eine Band aufmachen. Trotz seines schlechten Namensgedächtnisses kann er sich hoffentlich noch an unseren Namen erinnern, denn nach dem heutigen Abend werden wir uns sicherlich an Dr. Felix Richter erinnern. Wunderschönen Abend. Genau. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und diese wirklich sehr freundliche und sportliche Begrüßung. Danke, dass Sie hier sind. Genau. Ja, auch an Sie natürlich erstmal die Frage, warum die Chemie? Stand das von Anfang an fest bei Ihnen? Wie hat sich das entwickelt? Ja, die Chemie hat mich ja schon in der Schule sehr interessiert und insbesondere die Möglichkeit, da die Natur näher kennenzulernen, viele Prozesse kennenzulernen, alles, was sich verändert, so, das ist Chemie, weil sich Materialien verändern, durch chemische Reaktionen eben Prozesse stattfinden. Ja, Energieprozesse sind viel, basieren viel auf Chemie, um Energieumwandlungen und ja, Leben zu ermöglichen in der Tat. Haben Sie da ein gutes Beispiel, was Sie gut erklären können, um das Ganze mal so ein bisschen bildlich auch zu zeigen? Also zum Thema Leben, da habe ich eine Folie vorbereitet. Zufälligerweise. Ja, und zwar, wenn wir mal das Hühnerei als chemischen Reaktor sehen, das ist ein ganz wunderbares chemisches Beispiel aus der Natur, ein wahres Wunderwerk der Natur, muss man wirklich sagen, dass man in so einem geschlossenen System, das Huhn erzeugt das Ei an einem Tag, legt das dann und dann durch konstante Wärmezufuhr über, ich habe nachgesehen, 20 Tage, schlüpft dann so ein neues Lebewesen. Und dann, es endet ja nicht beim Huhn, sondern da gibt es ganz verschiedene Lebewesen, eine wundersame Vielfalt an Lebewesen, die da wirklich erzeugt werden durch in dem kleinen chemischen Wunderwerk Ei. Und das ist beim Huhn, da brütet dann der Vogel mit der Wärmezufuhr das Tier aus, aber bei Schildkröten oder Krokodilen zum Beispiel hat man einfach das Ei abgelegt in Sand und dann wird einfach die Wärme der Sonne genutzt, um dieses Lebewesen zu produzieren. Und das ist, finde ich, ein wahres chemisches Wunderwerk. Ja, der Tesla ist auch ein wahres Wunderwerk, aber nicht aus chemischer Sicht, aus vielfältiger Technologie zusammengebaut, der Tesla. Und da habe ich als Beispiel die Batterie mitgebracht, so als Analogon, eben an dem wir hier forschen. Zum Ei, ja, es ist auch ein abgeschlossener chemischer Reaktor. Zwar schlüpft bei uns jetzt am Ende nichts, aber wir können auch Energie zuführen über Elektrizität und dann mit dieser Energie durch die reversible Reaktion in der Batteriezelle diesen Tesla antreiben und mit viel Freude durch die Gegend fahren. Was fahren Sie denn für ein Auto? Ich fahre noch ganz konventionell. Aber das nächste Auto, vielleicht ist anders. Ja. Man darf ja träumen. Ja. Genau, dann auch bei Ihnen weiter. Was macht Ihre AG? Welche Forschungsthemen behandeln Sie? Ja, ich habe hier schon die Überleitung versucht von Faszination Chemie zur Batterieforschung und ich brenne auch für die Batterieforschung und zwar insbesondere eben Materialien zusammenzufügen, zusammenzubringen. Das heißt, hier in der Mitte ist eine Skizze, so ein Querschnitt durch eine Batterie gezeigt, auf der linken Seite als Schicht eine Lithium-Metall-Anode und auf der rechten Seite so ein ganz komplexes Komposit aus Kathodenaktiv Material und Elektrolyt. Also ich sollte vielleicht noch ausführen, ich erforsche explizit die Feststoffbatterie und im Tesla sind ja Batterien, Lithium-Ionen-Batterien verbaut, die sind quasi komplementäre Systeme. In der Lithium-Ionen-Batterie werden flüssige Elektrolyte eingesetzt und in der Feststoffbatterie dieser flüssige Elektrolyt durch ein Festelektrolyt ersetzt. Und ich finde das ganz besonders spannend, dass man eben in der Feststoffbatterie es schafft, Lithium-Ionen, also wirklich wahrhaftig Masse, durch etwas Festes durchzutransportieren und auf einer anderen Seite quasi wieder abzuscheiden, so als ob man wie so als Geist durch eine Wand geht. Und das ist eben möglich durch die Ionenleitung im Festelektrolyten, der die Ionen von der einen Seite aufnimmt und auf der anderen Seite wieder abgibt. Und das reversibel
noch dazu mit einer unglaublichen Selektivität, weil um viele Zyklen zu schaffen, muss man jenseits von 99,99% Reaktionsselektivität sein. Ansonsten würde die Kapazität der Batterie einfach viel zu schnell in den Boden gehen. Ja, auch spannend, dass ich da Nickel-Kobalt-Mangan-Oxide sehe. Ich mache bald einen Hiwi-Job, da wird das auch Thema sein, dass ich so etwas selber synthetisieren darf. Ja, sehr schön. Also vielleicht kann ich zu dem rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen noch sagen. Die Skizze in der Mitte symbolisiert das ja auf der rechten Seite. Das Kathodenkomposit ist eben verbunden aus Lithium, Nickel, Kobalt, Manganoxid, also einem Kathodenaktivmaterial, das die Lithium-Ionen aufnehmen kann und abgeben kann. Und damit es das tun kann, gibt es das Li3PS4 zum Beispiel. Das ist ein Beispiel eines Festelektrolyten. Und dann sieht man, wie das Kathodenaktivmaterial eingebettet ist in so eine Matrix aus Festelektrolyt. Und dann wandert eben das Lithium-Ion, beziehungsweise als Verbund wandern Lithium-Ionen durch den Festelektrolyten und können dann auf der anderen Seite der Batterie, hier jetzt eben auch auf der anderen Seite des Bildes, an der Lithium-Metall-Grenzfläche zum Beispiel abgeschieden werden als wirklich metallisches Lithium. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, wie reaktiv metallisches Lithium sein kann. Also bei uns arbeitet man viel unter Schutzgas und unter Luftausschluss, um die Batterie zu schützen und eben diese Selektivität auch zu erhalten. Ja, da knüpfen wir ja praktisch nahtlos an, also an das Thema vom letzten Mal, als Professor Jannik da war. Wer das noch nicht geguckt hat, sollte sich das unbedingt angucken. Sehr spannende Folge. Aber ja, wunderbar, dass das so thematisch gut passt. Also wirklich beeindruckend. Ja, also was wir an Arbeiten bei mir möglich sind, ich fokussiere mich insbesondere auf... wir können die gut, genau. Folie noch lassen. Ich fokussiere mich insbesondere auf Polymere, wie man Polymere einsetzen kann in einer solchen Batterie, um sie eben zum stabilen Laufen zu bekommen, also um die Zyklisierung zu verbessern, zu verlängern, auch die Zelleigenschaften zu verbessern. Das heißt, ich möchte eben sehr gerne an dieser Vielfalt von Materialien, die wir zur Verfügung stehen haben, von Polymeren hin über Kohlenstoffe, die elektronische Leitfähigkeit aufrechterhalten, die auch in der im Kathodenkomposit sehr wichtig ist, hin zu ganz anorganischen, typischen Metalloxiden, wie sie eben in den Kathodenaktivmaterialien vorkommen oder eben dem Lithium-Metall als Metall. Also es sind wirklich alle Materialien, Materialklassen irgendwie vorhanden und ich finde es ganz spannend, wie man hier die unterschiedlichen Eigenschaften konstruktiv miteinander eben verbinden kann in so einer Zelle und das dann als abgeschlossenes System- und anwendungsorientiertes Beispiel zu entwickeln. Auf jeden Fall. In Ihrem Team ist ja auch wie Paul Davis bei Teresa Gatti, haben Sie auch ein Mitglied unseres Chemtalk-Teams, nämlich Julia. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Grüße gehen raus. Genau. Ja. Genau. Haben Sie irgendwas, was noch vielleicht an eventuelle Zuschauer, was eventuelle Leute, die eine Bachelor-, Master-, Doktorarbeit antreten möchten bei Ihnen, was Sie mitbringen sollten, Motivation etc.? Ja, also ich möchte zum einen hier auf mein Team verweisen. Das ist ein ganz wunderbares Team, die schon sehr viele gute Ergebnisse produziert haben. Und vielen Dank an das Team in dieser Hinsicht. Was ich immer sehr gerne sehe, ist eine große Motivation, natürlich Neues zu entdecken, Probleme zu lösen, sich selbst, also auch Ziele zu setzen. Gerade dieses Jagen und Sammeln von Ergebnissen. Also zum einen Jagen, man geht ins Labor, stellt Fragen. Also ein Experiment ist ja eine Frage an die Natur. Ja. Ich jage Antworten und dann nehme ich aus den synthetischen oder auch spektroskopischen Ergebnissen Antworten, die sammle ich. Und dann, naja, man ist natürlich Jäger, Sammler und dann noch Ergebnisinterpretierer. Also es sind wirklich viele Aufgaben, die da auf einen zukommen. Und ja, jemand, der einfach breit interessiert ist, breit an Chemie, breit an Materialien interessiert ist, da können wir sicherlich gute und spannende Projekte finden, sowohl ob das jetzt organisch-chemisch Synthese von Polymeren ist, die dann eingesetzt werden, oder ganz technisch hier aus den verschiedenen Materialien dann eine Zelle bauen, diese Zelle dann elektrochemisch im Labor charakterisieren oder Materialien charakterisieren, ist auch alltäglich. Also viele Aufgaben, die da möglich sind und spannende Projekte. Also bitte einfach gerne melden. Sehr schön. Vielen Dank.
Danke auch. So, unser nächster Gast hat schon für Schlagzeilen bei der Nobelpreisträgertagung, schweres Wort, in Lindau gesorgt. Das wird er uns sicher gleich noch erklären können. Walter ist auch sportlich unterwegs und spielt gern Tennis. Wir wünschen dem frisch gebackenen Vater, seiner Frau und dem Kind alles Gute und begrüßen hiermit Dr. Sven Heinrichs. Hallo und danke für die Einladung. Hallo. Zu diesem Bild. Was ist die Geschichte dahinter? Ja, die Geschichte dazu ist, dass ich bei dieser Tagung war und der Bodensee ist direkt neben der Tagungshalle. Wir wollten zur Mittagspause schwimmen gehen und dann hat es angefangen zu regnen und dann hatten wir die Entscheidung, entweder unsere Klamotten zu schützen und oberkörperfrei in die Tagungshalle zu gehen und dann uns umzuziehen oder uns anzuziehen und dann nass regnen zu lassen. Und wir haben uns für erstere Variante entschieden, genau. Und sind dann abgelichtet worden, als wir da reingelaufen sind. Die Story fanden wir natürlich super, haben keine Kosten und Mühen gescheut auch. Wir haben tatsächlich, er ist noch nicht hier, aber es kommt wahrscheinlich gleich, einmal das für Sie ausgedruckt und eingerahmt zum Mitnehmen. Weil es tatsächlich auch, ach, da ist es doch, ja, also, sehr gut. Noch nicht gesehen, genau. Ja. Das Ding ist, wir haben anfangs recherchiert, weil wir davon überzeugt waren, dass wir das auf jeden Fall finden, weil sowas kann man natürlich nicht reinnehmen. Und haben es dann nicht gefunden, dann haben wir die Zeitung angerufen, dann haben wir nochmal nachgefragt, dann haben wir es bekommen, dann haben wir nochmal die Zeitung angefragt und haben jetzt wirklich eine originale PDF-Version. Und weil wir diese Geschichte so toll fanden und wir die nicht in Vergessenheit geraten lassen wollen, haben wir die gleich nochmal ausgedruckt. Vielen Dank. Genau. Was fasziniert Sie an der Chemie? Sie meinten mal, Sie würden gerne John B. Fenn treffen wollen, um die Entdeckung der ESI-Massenspektrometrie mit ihm zu diskutieren. Also mich hat immer fasziniert der interdisziplinäre Charakter von Chemie in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Und wer John B. Fenn kennt, der weiß, dass der eigentlich am Anfang astrophysische Forschung gemacht hat und sich dann immer mehr Richtung Anwendungsorientierung ausgerichtet hat und dann im Endeffekt die Elektrospray-Massenspektrometrie erfunden hat und dafür auch den Nobelpreis erhalten hat. Also der hat ein sehr breites Spektrum abgearbeitet und das finde ich in der Chemie im Allgemeinen sehr spannend. Genau. Gut, breites Spektrum ist unser Stichwort. Sie haben sicherlich auch ein breites Spektrum. Was beschäftigt Sie denn so Tag ein, Tag aus? Genau, wenn wir jetzt auf die nächste Folie geht. Genau, also in meiner Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Metaboliten, also kleinen Molekülen. Und unsere Forschung zielt darauf ab, diese Metabolite zu verstehen, wie die in Krankheiten oder gesundheitsrelevanten Fragestellungen sich verändern. Hauptsächlich die Lipide, aber auch davon abgeleitete Metabolite. Und dafür benutzen wir viele Methoden, da wir bauen selbst Geräte, wie zum Beispiel hier sogenannte Ultraviolett-Fotodissoziationsmassenspektrometrie. Also wir arbeiten mit Lasern, die schrauben wir zusammen, leiten das dann in unsere Geräte ein, um dann am Ende Moleküle fragmentieren zu können, weil die Fragmentation für uns die Möglichkeit ist, was über die Struktur zu lernen und Strukturveränderungen dann auch zu realisieren. Und das Langzeitziel ist, wenn man auf die nächste Folie geht, wie auch schon Herr Runkel gesagt hat, das Ganze für die medizinische Diagnostik und dann auch später mal über Grundlagenforschung auf die Anwendung anzuwenden. Also was man hier zum Beispiel sieht, sind typische histologische Ergebnisse auf der linken Seite. Das heißt, das würden Mediziner machen, wenn sie zum Beispiel Darmkrebs haben. Hier hatte ein Patient leider Darmkrebs. Und auf der rechten Seite sind Ergebnisse von unseren Messmethoden, wo man einzelne Lipide, also wirklich einzelne simple Lipide abgebildet hat in Rot, Grün und Blau. Das sind die Farben. Und das korreliert sehr, sehr gut mit den histologischen Bereichen, also welche Bereiche kanzerogen sind, welche gerade im Übergangszustand sind, welche gesund. Das heißt, diagnostisch kann man das schon recht gut nutzen und unsere Forschung zielt darauf ab, dann diese Moleküle zu nehmen und zu verstehen, was sich genau verändert.
und was der Weg dahin zu der Veränderung ist. Also wirklich zu verstehen, was sich in dem Organismus verändert auf dieser metabolischen Schiene. Das ist das Langzeitziel, dann wirklich dann auch in die Anwendung zu gehen. Es gibt schon ein paar Anwendungen, aber jetzt nicht so bildgebend und nicht mit diesen strukturaufgeklärten Verfahren, wo man biochemisch ein bisschen mehr verstehen kann. Ja, sehr spannend. Sie haben gerade so eine Fragmentierung angesprochen. Mhm. Wie genau kann man sich das vorstellen? Genau, also das stellt man sich genauso vor, wie man das auch mit seinen allen möglichen Sachen fragmentieren kann. Man nimmt ein Molekül in die Gasphase, also das ist Massenspektrometrie, ist ionisiert, und dann wird das Ganze aktiviert. Da gibt es verschiedene Methoden, da haben wir schon thermisch geredet, das wäre zum Beispiel stoßinduzierte Dissoziation. Wir benutzen hauptsächlich lichtbasierte oder häufig lichtbasierte Methoden, oder wir benutzen chemische Modifikationen. Also hier nutzen wir zum Beispiel die Komplexierung aus, von einfachen Metallen zu Lipiden, sogenannten Phosphatidyl-Ethanolamin, das sind Botenstoffe unter anderem. Und da wollen wir verstehen erstmal, wie die Struktur sich ändert. Problem an der Sache ist, dass die Massenspektrometrie ist sehr schnell, ist sehr sensitiv, aber nicht sonderlich struktursensitiv. Das heißt, wir wollen die Schnelligkeit und die Sensitivität beibehalten, aber was über die Struktur verstehen. Und das machen wir in diesen Experimenten, wo wir anfangen, Fragmente zu sehen. Und das haben wir zum Beispiel dort gemacht. Wir sehen sehr viele Fragmente, allerdings verstehen wir den Mechanismus nicht so ganz. Und deswegen wäre zum Beispiel ein mögliches Projekt für Studierende, die das interessiert, diesen Mechanismus zum einen durch Isotopenmarkierung, also haben wir Standards, sich genauer anzuschauen, aber auch über quantenchemische Rechnungen und dann am Ende dieses Ganze, den ganzen Mechanismus, den man aufgestellt hat, in einer Realprobe dann am Ende anzuwenden. Also mir ist auch immer wichtig, dann am Ende sollte immer eine anwendungsrelevante Messung stehen. Also Sie haben auch wieder sehr vielfältig aus den verschiedensten Themen halt die Analytik aus der AC, dann wieder quantenchemische Berechnungen, kann man sich ja theoretische Chemie, PC und auch eine Strukturreaktionsmechanismen kann man sich auch zu OC zählen, also wirklich sehr vielfältig wieder. Genau, also ich komme ja eigentlich aus der physikalischen Chemie und bin dann eher in die Massenspektrometrie gegangen. Jetzt arbeiten wir sehr viel mit Medizinern und Veterinärmedizinern zusammen. Also das heißt, da ist auch wieder der interdisziplinäre Charakter, steht im Vordergrund. Ja. Genau, ich habe da noch einen zweiten Themenvorschlag mitgebracht. Genau, das wäre auch was, was vielleicht ein bisschen chemischer ist. Wir wollen auch wieder die Struktur verstehen. Und zwar in dem Fall von einfachen CC-Doppelbindungsisomeren, also wenn man eine Fettsäure hat, wo die Doppelbindung sich befindet. Und das ist auch ziemlich schwierig, weil es die stabilste Bindung in dem Molekül ist, die ist schwer zu brechen. Deswegen benutzen wir eine organisch-chemische Reaktion, die haben Sie vielleicht schon gehabt in OC, die sogenannte Paterno-Büchi-Reaktion. Ist eine lichtinduzierte Reaktion und dazu führt man dann in dem Fall Benzophenon an diese Doppelbindung an durch Licht. Bildet viergliedrige Ringe, sogenannte Oxetane. Die kann man dann wiederum aktivieren, weil das jetzt die schwächste Bindung ist im Molekül. Und dann fragmentieren die. Wir können dann auch die Doppelbindungsposition zurückschließen. Und das Spannende ist, wir können das auch bildgebend darstellen. Das sind diese zwei grauen Bilder. Das sind also einzelne Isomere, die unterscheiden sich nicht in der Masse, sondern nur in der Position der Doppelbindung. Und rechts ist ein fluoreszenzmikroskopisches Bild. Das bedeutet, hier hat man ein Pankreasgewebe mit Langerhansinseln, wo Insulin normalerweise produziert wird. Das ist auch die rote Fluoreszenz in den rechten Bildern. Bauchspeicheldrüse. Genau. Und man hat dann die Isomere, die ganz klar in einem Fall überhaupt nicht mit diesen, mit diesen Langerhansinseln korrelieren. Und auf der linken Seite, wo die genau damit korrelieren. Und das sind einfach isomere Verbindungen. Man sieht dann also, dass bestimmte metabolische Prozesse dort angereichert sind für spezielle Metabolite. Und das heißt, wir wollen das jetzt auswerten und ein Projekt wäre, so ähnliche Studien mit anderen Modellsystemen, Atherosklerose-Modellsystemen durchzuführen. Wäre zum Beispiel ein mögliches weiteres Projekt. Ja, sehr vielfältig. Was würden Sie sich denn wünschen von einem Bacheloranden oder einer Bachelorandin? Es hängt immer ein bisschen davon ab, in welchem Bereich man tätig sein will. Also für die Leute, die gerne schrauben, dann natürlich auch gerne auch die Lust daran, mal was auszuprobieren. Auch nicht die Angst, was kaputt zu machen. Das sind teure Geräte, aber damit muss man lernen, umzugehen. Aber auch natürlich für Leute, die die medizinische Anwendung interessieren, einfach sich auch vielleicht ein bisschen interdisziplinärer da einzuarbeiten, mit Medizinern zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, da recht wichtig. Und ich glaube, ich habe noch ein drittes Thema, wenn ich das noch vorstellen darf. Oder? Natürlich. Wenn Sie sich beeilen, ja.
Wir haben dann auch die Einzelzellmessung, also das heißt, wenn wir die bestmöglichen Methoden, die wir zur Verfügung haben, wir wollen dann einzelne Zellen nachweisen, und wenn wir jetzt nochmal zweimal weiterklickt, das können wir mit unseren Methoden, und eine mögliche Aufgabe wäre zum Beispiel, Lipidsignaturen in diesen einzelnen Zellen nachzuweisen, aber auch zu verstehen, wie die Lipidsignaturen sich verändern, wenn zum Beispiel ein Pathogen zugegeben wird, wie zum Beispiel ein Bakterium oder chemische Verbindungen, die aus Bakterien entstehen, und dann zu sehen, ob alle Zellen gleich reagieren oder unterschiedlich. Ja, genau. Wir haben eine Frage gerade, unsere erste Frage aus dem Chat. Kevin, bitte. Das war ja jetzt ziemlich biologisch auch angehaucht. Wo würden Sie denn die Grenze zwischen Chemie und Biochemie ziehen? Oder gibt es da einen? Also die verschwimmt natürlich immer mehr. Wenn man sich anschaut, die Nobelpreise sind natürlich auch noch in chemischen Feldern, aber es gibt natürlich auch, wenn man sich die Chemie-Nobelpreise anschaut, wird immer ganz viel Biochemie-Nobelpreise vergeben in den letzten Jahren. Und genau, also ich glaube, die Grenze, die ist so fließend, weil die kleinen Moleküle, da hat man zum Beispiel bei der Analytik die ganzen Methodiken, und das heißt, die nächste große Grenze ist die biochemische Anwendung von Analytik. Und dass es dann auch wirklich in die medizinische Praxis übergeht. Also da gibt es, glaube ich, keine wirkliche Grenze mehr. Danke für die Frage auf jeden Fall. Ja. Jo. Und vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr spannend, wieder sehr vielfältig. Wunderbar. Dankeschön. Ja, gerne kontaktieren, wenn ihr Lust habt. Und dann danke für das Bild. Sehr gerne. Ja. Unser vorletzter Gast ist ein StarCraft-Spieler. Anhand der Figuren in seinem Büro lässt sich unschwer erkennen, dass er ein Faible für die Reihe Jurassic Park hat. Da ist natürlich der erste Film der Reihe, Jurassic Park, sein absoluter Lieblingsfilm. Und aus reinen Recherchegründen habe ich mir den Film natürlich auch nochmal angeschaut und kann sagen, der Mann hat recht. Er war ein Jahr in Japan, ein Land, das er sehr lieben gelernt hat, ein Land, das ihn geprägt hat. Ich hoffe, ich spreche Konbanwa richtig aus. In diesem Sinne, guten Abend, Dr. Matthias N. Ja, komm mal wahr. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja. Ja, Ihre Liebe für Japan erkennt man auch schon etwas an der ersten Folie, ja. Zum Beispiel am gefalteten Drachen. Genau, das Origami, das habe ich mir da von einem Masteranden beibringen lassen. Er hatte auf seinem Schreibtisch lauter so kleine, auch diesen Drachen und lauter so kleine Origami-Figuren, und ich finde das faszinierend. Und sagen Sie, ist das jetzt eine Grundvoraussetzung, dass man Origami können muss, um in Ihre Arbeit zu kommen? Nee, aber schadet nicht. Also nein, also Grundvoraussetzungen gibt es eigentlich keine. Man sollte natürlich so weit sein, dass man die Bachelorarbeit macht. Aber ja. Ich denke auch, so eine Bachelorarbeit, also ich habe da immer viel kennen, oder man merkt da, was man alles so in der Vorlesung und so macht und so. Das ist natürlich immer wichtig, eine Grundbasis, die man hat, aber viel, was man dann in so einer Arbeitsgruppe eigentlich macht, ich denke, das gilt auch für die anderen Arbeitsgruppen, sind dann wirklich schon speziellere Sachen, wo man natürlich immer am Anfang sich da auch einarbeiten muss und viele Sachen, die man dann neu lernen muss. Aber das ist nicht schlimm, weil das ist ganz natürlich so. Dafür sind die Bachelorarbeiten ja auch da, dass man da neue Sachen lernt. Deswegen, also wenn man Origami kann, hilft das bei meiner Forschung ehrlich gesagt gar nicht so viel. Aber es ist schön, man kann mal was auf den Schreibtisch stellen oder so. Und ein schöner Arbeitsblatt ist ja auch ganz nett. Genau. Falten Sie auch Moleküle, oder? Nee, mit Molekülen, die falten wir nicht. Ich bin ja eigentlich Physiker von Hause aus, Physik studiert, damals noch in Marburg, und mich interessieren eigentlich mehr die Transportprozesse. Also im Prinzip, hier sieht man, glaube ich, die Folie schon, meine Arbeitsgruppe ist ja Nanoionik, Nanoelektronik, wir gucken, also ganz primitiv gesagt, wir messen Widerstände. Das ist aber sehr runtergebrochen. Ja, aber das ist, wenn man es so vielen erklärt, dann damit kann jeder etwas anfangen, denke ich. Entscheidend ist natürlich, also wir gucken uns verschiedene Materialsysteme an und gucken halt, wie bewegen sich Elektronen und Ionen in diesen Systemen, und vor allem Nanostrukturen werden immer wichtiger. Man sieht da rechts oben so eine typische Kathode, wie sie eigentlich auch in Batterien heute verwendet werden. Da ist ein Oxid drin, und
die Partikel, die man da sieht, ich hoffe, man sieht sie, also das sind, die haben eine Mikrostruktur und sind eigentlich aus kleinen Nanopartikeln zusammengebaut. Und die werden so hergestellt, weil die dann gut funktionieren. Aber natürlich ist die Frage, okay, oder man sieht da schön dran, dass es sehr viele Oberflächen gibt, sehr viele Grenzflächen. Und die Frage ist natürlich, was passiert dann, wenn man die Dimension von einem Material, vom Festkörper wirklich klein macht? Können sich die Ladungsträger Ionen dann noch so bewegen, wie sie das so in einem Volumenmaterial machen? Denken Sie an sich, wenn Sie in einem großen Raum sind, können Sie sich frei bewegen. Wenn Sie in einen schmalen Tunnel kommen, können Sie eigentlich nur eine Richtung und man ist dann eingeschränkt. Das Untersuchen war, wir haben, so untersuchen das auch, das ist noch meine Physiker-Vergangenheit oder noch Gegenwart. Nanodrähte, die sind dann ungefähr so ein Tausendstel mal dünner als ein Haar. Naja, und Nano ist 10 hoch minus 9, also wir sind wirklich belegt. Ja, ja, genau. Klein. So 100 Nanometer im Durchmesser, aber so, damit man sich das vorstellt. Also wenn Sie 1000 von denen nebeneinander legen, haben Sie ein Haar von der Breite. Und poröse Oxide sieht man danach auch Sauerstoff-Ionenleiter. Aber ich, dann, wenn wir schon so weit sind, vielleicht auch gleich auf die nächste Folie. Die Motivation dahinter, warum machen wir das? Ne? Und Transport, also wie gesagt, blöd gesagt, Widerstand messen, aber... Wenn Sie sich an alle Bauelemente denken, denken Sie an Licht, an PC, an die Batterie, es bewegt sich immer Ladung. Ne? Alles, was einen Stecker hat, da müssen Sie Ladung mit bewegen. Und wir gucken uns halt an, wie bewegen sich dann die Lithium-Ionen, die Sauerstoff-Ionen und die Elektronen. Und warum Nanostruktur? Das, wenn man nochmal klickt, genau, das sieht man hier. Also das ist eigentlich wieder das Beispiel, wenn Sie den Raum immer kleiner machen, wie bewegen sich dann die Ladungsträger? Natürlich spielen dann die Wände eine große Rolle. Es kommt dann zu Effekten. Oberflächen sind meistens geladen, Ladungsträger sind geladen. Da gibt es Wechselwirkungen, man sieht das rechts oben da. Ist das rechts? Rechts ist hier? Ja. Rechts oben dargestellt, da ändert sich die ganze Ladungsträgerkonzentration, was massive Einflüsse hat. Und ein ganz schönes Beispiel, was wir in der Mitte sehen bei diesen Nanodrähten, finde ich immer faszinierend. Die sind so schmal, da werden die Elektronen, die zeigen dann wirklich quantenmechanische Eigenschaften im Widerstand. Also dieses Zacken, das ist kein Rauschen, das sind sogenannte Quantenoszillationen. Okay. Und das liegt daran, dass die Elektronen sich da wie Wellen bewegen und verhalten und interferieren, wie wenn sie Wasser, zwei Steine ins Wasser, dann überlappen sich die Wellen. Es gibt Bereiche, wo die sich wegmitteln, es gibt Bereiche, wo die sich verstärken. Und das sieht man in diesem Bild und man sieht das makroskopisch, also es ist wirklich eine makroskopische Größe, wo man diese Nano-Eigenschaften eigentlich sieht und das untersuchen wir. Und auch so diese oxidischen Materialien, das mit Bernd Smarsley zum Beispiel, der untersucht, auch so, da stellt die schön her, diese mesoporösen Strukturen, also wie bewegen sich da die Ladungsträger, welcher Einfluss hat eigentlich die Oberfläche? Spannend. Das sind so die Fragen, die wir haben. Und die andere Frage, wenn wir dann eine weiter, genau, da sind die Fragestellungen dann, also natürlich können wir diese Grenzflächeneffekte, Oberflächeneffekte wirklich nutzen oder können wir die richtig gut verstehen. Man weiß, da passiert was, oft weiß man aber nicht genau warum und wie, also was da passiert und können wir das nutzen zum Beispiel, um eigentlich Bauelemente zu verbessern. Hier mal ein Beispiel an so einer Grenzfläche. Weiß man, da kann sich Lithium anlagern. Lithium gespeichert werden zusätzlich nochmal zu dem, was in dem Volumenmaterial drin ist. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wie genau funktioniert das? Die normalen Batterien werden ja immer eigentlich, da ist viel, ich sag mal, Erfahrung drin, so muss man sie bauen, aber warum eigentlich? Und kann man da was lernen? Natürlich kann man da was lernen, wenn man das versteht. Und kann man das dann nutzen, um die Batterie zu verbessern? Ich meine, ein ganz wichtiges Thema, auch den Transport ist da in der anderen Schemazeichnung, wie bewegen sich die Ladungsträger an diesen Grenzflächen. Und das ist eigentlich so das Ziel. Und wir benutzen noch auch mit der Physik zusammen die ALT-atomare Lagendeposition, um diese Oberflächen auch gezielt zu manipulieren, zu beeinflussen, eine Nanometerbeschichtung drauf zu machen und dann zu gucken, können wir die Eigenschaften ändern und diese nutzen dann. Sehr spannend, ja. Ja, was muss, die letzte Frage, was muss jemand, der bei Ihnen eine Bachelor-, Master-, Doktorarbeit machen möchte,
denn mitbringt. Das außer dem Origami. Ja, das haben wir ja schon festgestellt. Vor allem Spaß. Also ich finde es ganz Spaß, wichtig, okay. Spaß und Interesse am Thema auf jeden Fall. Nur dann wird das, glaube ich, was werden. Eine gewisse Frustrationstoleranz ist, glaube ich, lernen wir gerade auch. Lernt man im Studium. Ich habe mal gehört, Naturwissenschaftler sind immer so beliebt, auch in der Industrie, weil das Frustrationslevel ist schon sehr oben. Man gibt nicht auf und das ist wichtig. Spaß am Arbeiten, keine Angst vor neuen Sachen und dann wird das was. Gut, wunderbar. Wunderbar, dann Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank auch von unserer Seite. Und ja, hier sieht man es noch ganz kurz. Ja, ich habe ein paar auf der Webseite, sind ein paar Themen, aber gerne immer vorbeikommen, mal fragen, was es so gibt, gerade aktuell. Das Büro stand offen, als wir da waren und wie gesagt, Origami-Kunst und die ganzen... Ja, ich habe auch Gundams da stehen. Also, ihr solltet vorbeigehen. Alles Dank. Klar, gerne. Danke auch. Wobei es im dritten Stock, also ein paar Meter muss man machen. Wir haben einen Aufzug. Oh, sehr gut. Last but not least haben wir eine Gruppenleiterin, die Tiere mag, besonders ihren kleinen Hund, den sie leider nicht mitbringen konnte. Ebenso wie unser vorheriger Gast war sie schon in Japan. Wenn sie nicht gerade in einem Kittel im Labor steht, besucht sie auch Sims-Konferenzen, unter anderem in einem traditionellen Kimono. Ein herzliches Willkommen, Dr. Anja Hens. Ja, dann hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Ein Bild von Ihnen im Kittel, im Labor. Genau, an meinem Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz und dann auf der Sims-Konferenz im Kimono. Genau. Aber sehen wir noch nicht, das Bild. Hm? Da ist es. Genau, das war bei der letzten Sims-Konferenz. Da bin ich eingeladen worden, einen Vortrag zu halten. Und dann gibt es ja da immer solche Gesellschaftsabende, wo man... netzwerken kann und sich austauschen kann und alle eingeladenen Vortragenden durften sich dann in Kimono kleiden lassen, also das ist nämlich gar nicht so einfach, das hat fast eine Stunde gedauert, also das sind mehrere Lagen und dann noch die Frisur, also das war schon, und die Schuhe sind natürlich ein Highlight, weil das sind wie so Flipflops und dann hat man aber extra Socken und das sind immer Flipflops mit Absatz, also das ist wirklich, und man ist so eng gewickelt, dass man nur noch kleine Schritte machen kann, aber es war sehr spannend, also auch die Männer, ich weiß gar nicht, ob man das dann auch Kimono nennt, aber auch die waren dann in so einem klassischen Gewand. Also das war schon spannendes Ereignis. Waren Sie darauf aus oder haben Sie damit gerechnet, dass das irgendeines Tages mal passiert, wenn Sie in die Chemie gehen würden? Na, ich glaube, das kann man nicht vorhersehen. Also das, aber das war ein sehr schönes Erlebnis überhaupt. Also das ist natürlich jetzt, wenn man in die Forschung oder an der Universität, in die Wissenschaft dann geht, dass man die Gelegenheit hat, auch international tätig zu sein, auf Konferenzen zu fahren, sich auszutauschen. Also das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ich habe auch schon, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich habe schon einiges auch gesehen. Ich war jetzt privatbedingt jetzt nicht für eine längere Zeit im Ausland, aber doch in den USA, in Japan, in China auch schon. Das war auch sehr... Und jetzt sind Sie hier. Ja, das ist natürlich der Höhepunkt. Ne? Das hört man häufiger. Ja, besser Sie kennen. Professor Siegfried Schindler hat auch schon sehr früh Werbung gemacht in seinen Vorlesungen, dass man zum Beispiel nach Padua sich dafür Double Degree oder auch Auslandssemester, dass man da sehr viel machen kann, dass sich das auf jeden Fall lohnt in der wissenschaftlichen Laufbahn. Das ist immer eine Lebenserfahrung, genau. Also würde ich auch jedem empfehlen. Und es gibt viele Angebote und ich denke, es gibt da auch viele Ansprechpartner, wo man dann einfach sich die Informationen dazu holen kann. Ja. Kommen wir zu Ihrer Forschung. Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was tun Sie da? Also, das ist ein Bild, ein altes Foto tatsächlich, also von den Anfängen. Also ich habe hier in Gießen Chemie studiert, ich habe auch promoviert in der Bioanorganik und bin dann aber durch einen Zufall in der physikalischen Chemie gelandet. Und zwar habe ich angefangen in einem Sonderforschungsbereich, materialwissenschaftlichen Sonderforschungsbereich zu arbeiten. Da ging es um Implantatsmaterialien für systemisch erkrankte Knochen. Und wir haben das Ziel gehabt, mit
TOF sind. Also jetzt sind wir wieder in der Massenspektrometrie, was wir ja heute schon öfters gehört haben. Dr. Bonk, der wurde zahlen. Ja, genau, und Professor Janik auch. Also wir hatten quasi das Ziel, diese Methode, die ja eigentlich aus der Materialwissenschaft stammt, wo man sich feste anorganische Körper, Oberflächen anschaut, für die Lebenswissenschaften zu etablieren. Knochenproben, Gewebeschnitte, Zellen. Also Zellen, ne, das ist eine Hochvakuummethode. Da ist natürlich die Frage, wie bringe ich die Zellen in das Hochvakuum, ohne dass sie kaputt gehen. Genau, und das ist eben, das symbolisiert auch jetzt hier quasi diese Lupe, die Professor Janik da in der Hand hält. Also wir haben da ganz genau hingeschaut und eben, genau, das waren meine Anfänge. 2019 bin ich dann in die Batterieforschung gewechselt. Genau, das sehen wir hier. Und seit 2020 habe ich jetzt auch eine eigene Arbeitsgruppe, die baue ich immer noch auf. Also wir sind ein kleines Grüppchen. Genau. Ja, als Sie. Vielleicht ein genau, neuer Mitarbeiter. Arbeite ich hier mit, genau. Und ja, im Bereich der Batterieforschung sind wir eben auch mit der instrumentellen Analytik unterwegs. Das ist einfach mein Schwerpunkt, natürlich SIMS wieder als Methode, wo man ja die chemische Information bekommen kann. Dann nutzen wir auch XPS, auch das eben, um Bindungszustände, Zusammensetzung von Proben zu analysieren und eben auch ja, das FIP-REM, das ist in der Mitte dargestellt, da kann man sehr schön sich in Proben hineingraben, Querschnitte anfertigen und diese Querschnitte dann halt analysieren, ne? Die Morphologie sich angucken, Grenzflächen freilegen, das ist nämlich auch, ne, wir machen Grenzflächenanalytik, also wir wollen quasi schauen, was passiert an den Kontaktstellen der verschiedenen Materialien. In der Batterie haben wir ja ein sehr komplexes System, Elektroden, Anode, Kathode, Elektrolyte, unterschiedlichste Elektrolyte, Separatoren und immer wenn diese Materialien in Kontakt kommen, gibt es natürlich chemische Reaktionen. Und Sie arbeiten auch mit ganz vielen unterschiedlichen anderen Arbeitsgruppen, also Dr. Richter, Bronke. Ja, also genau, wir sind ein sehr gutes Team und wir ergänzen uns auch da. Also ich meine, ich mit meiner Analytik kann da natürlich, ich brauche spannende Probensysteme, Fragestellungen und Herr Richter zum Beispiel, der Felix ist natürlich dann, ne, wenn er seine Polymere auf ein Material aufbringt, will er natürlich wissen, sind die stabil, was passiert, wenn ich die in die Batterie einbaue, degradieren die und was passiert an der Grenzfläche, ne? Und dann kommen wir da ins Spiel, wir präparieren die Proben und wir gucken sie uns an und wir können ihm dann wieder ein Feedback geben und sagen, okay, guck mal, das oder jenes, das sehen wir eben da an den Proben, ne? Also das ist auch unten dargestellt, quasi da haben wir so einen FIP-Querschnitt auf der linken Seite, das ist ein Kathodenmaterial und rechts ist das Ganze, dieser Querschnitt, den haben wir dann in das TOF-SIMS transferiert und dann eben eine chemische Analyse gemacht und können dann halt mit Hilfe der chemischen Informationen ganz genau sehen, wo sind die Kathodenpartikel, was ist am Rand vielleicht dieser Partikel, Fluoridspezies, wir können uns anschauen, ob da ein Coating vielleicht drauf ist, welchen Effekt dieses Coating hat. Also das ist ein, finde ich, sehr, sehr spannendes Themengebiet. Hoffentlich nicht nur Sie, ja. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe auch ein paar Mitarbeiter schon gefunden. Doktoranden, natürlich. Sehr, sehr nette Gruppe sind wir auch. Also genau da sehen wir das. Ja, arbeiten alle, die jetzt hier auf dem Foto sind zumindest, erstmal alle an Batteriematerialien, aber eben an unterschiedlichsten Fragestellungen auch. Svenja in dem roten Pullover, die beschäftigt sich mit der Lithium-Metall-Anode. Haben wir vorhin schon gehört, Lithium ist sehr reaktiv. Das heißt, immer unter Schutzgas, auch in den Geräten, ist das eine besondere Herausforderung. Das hat sie aber, also sie ist fast fertig mit ihrer Doktorarbeit, also sehr gut gemeistert. Auch In-Situ-Experimente hat sie etabliert. Genau, das machen wir nämlich auch. Wir gucken dann, dass wir halt solche, also so eine ganze Batterie ist ja sehr komplex und möglichst erstmal das auf einfaches System herunterzubrechen, Modelle zu generieren und eben mit diesen Modellen erstmal gewissen Einblick zu bekommen, ne, um das Ganze verstehen zu können. Ja, dann haben wir den Kilian und den Steffen und die Hanna, die arbeiten an einem BMBF-Projekt, wo es auch hauptsächlich um Analytik geht, also in einem großen Verbund. Das sind wir nur ein kleiner Teil. Aber die gucken sich die Kathode an, die Hanna, die Siliziumanode.
Und der Juri, das ist der Größte auf dem Foto, Juri ist tatsächlich auch so ein Polymerspezialist, also Polymere und gerade das in der Batterie, das ist immer sehr schwierig, weil Polymere sehr empfindlich sind für die Präparation, strahlempfindlich, also da muss man mit Kryo-Methoden arbeiten, also das ist quasi, er schlägt sich da aber auch tapfer und hat auch schon schöne Ergebnisse und im Prinzip sind wir für alle Arten an studentischen Arbeiten offen, also jeder, der Spaß an auch Analytik vielleicht hat. Wir haben aber auch präparative Arbeiten, also einfach mal bei uns auf die Homepage gucken und mein Büro steht auch offen. Also genau, es gibt viel zu tun. Gerne einfach zu uns kommen, zu mir oder auch zu meinen Mitarbeitern und wir freuen uns über jeden Interessenten. Ja, jetzt haben Sie uns Ihr Team wirklich gut vorgestellt. Was müsste man denn, wenn man eine Bachelorarbeit oder so schreibt, mitbringen, dass man Ihr Team gut in den Team passt, dass man das ergänzt? So. Was stellt auch, ich glaube, einfach ein bisschen Freude natürlich an der Chemie, an der Analytik, Geduld, ja, dass man auch mal vielleicht ein bisschen länger an so einem Gerät sitzt und dass man auch keine Scheu hat, sich an so ein Großgerät heranzuwagen. Ne? Also, wobei da keiner alleine davor steht, wir haben da immer Unterstützung und so weiter, aber dass man einfach da auch mal ne, Hand anlegen möchte. Genau. So. Alles klar. Sehr spannendes Thema. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön. Danke nochmal an das Team sehr gerne, und ja. für die tolle Vorbereitung und die Durchführung. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut uns. Dankeschön. Okay. Alles klar. So, das war's auch schon mit unseren 8 Gästen. Hier haben wir jetzt nochmal eine zusammenfassende Folie für euch vorbereitet. Macht euch vielleicht einen Screenshot, wo die einzelnen Gäste nochmal in ihren jeweiligen Forschungsbereichen und den Räumen, wo sie aufzufinden sind, zu sehen sind. Falls ihr noch Fragen habt, natürlich vielleicht die letzten paar Minuten jetzt noch nutzen über YouTube oder eben auch über Instagram oder auch gerne per Mail bei uns melden. Genau. Wir werden auch nochmal auf Instagram einige Posts zu den heutigen Gästen erstellen, wo man dann eben nochmal nachlesen kann, wenn einen etwas besonders interessiert. Natürlich möchte ich mich auch für die ganzen Leute hinter den Kulissen bedanken, die hier kräftig mitgearbeitet haben. Da sind zu nennen Mareike, Lisander, Sophie, Selina, Julia, Tau, Paul, Kevin und Lukas. Genau, und für den letzten Chemtalk in diesem Semester haben wir uns einen Gast aus einem anderen Jahrhundert eingeladen, und zwar aus dem Hier und Jetzt. Am 7. Februar geht es um den Namensgeber unserer Universität, Justus von Liebig. Wir haben Professor Peter von Schreiner und Dr. Bernd von Kommerscheid eingeladen und diese werden für königliche Unterhaltung sorgen, wie damals schon Liebig vor dem König von Bayern. Weitere Informationen werden bald folgen. Am besten ihr schaut auf Instagram nach @chemtalk.jlu oder auf unserer Webseite, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir wünschen euch einen schönen Abend, bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Liebig meets Dudes. Danke fürs Einschalten.